Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 31.08.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1240 und heute an diesem schönen Mittwoch habe ich die folgenden Themen: Spaces, Trump, Circle, Apple Podcasts und Sony. Ich starte gleich mal mit Twitter und zwar mit Twitter Spaces. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das schon erwähnt habe hier in der Daily drin, denn Twitter kann jetzt auch Podcasts. Das war schon länger in den Gerüchten und nun kommt es jetzt anscheinend doch richtig durch, gestartet in den Staaten. Wer aber sein Smartphone auf die englische Sprache umstellt, der soll das auch so bekommen. Na dann, würde ich doch sagen, probieren wir es mal aus. Ich kann es nicht so schnell ausprobieren. Die letzten Tage ging es nicht so. Und die nächsten zwei Tage bin ich in Paris, somit eher schwieriger. Aber mal schauen, ob ich dazu komme und mir eine Meinung bilden kann. Weiter geht es mit Truth Social, dem Social Network der Twitter-Alternative von Trump, diesem Donald, also der ehemalige komische Mensch, der in den USA regiert hatte. Der hat sein Truth Social anscheinend nur für 3 Monate bezahlt und dann aufgehört weiter zu bezahlen. Seit Mai sollen die Beträge ausstehen, über $1 Million stehen offen. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiter bewegen wird. 200 Millionen Nutzende hat er. Ich habe die Zahl verloren, aber es geht ja auch um Trump. Das ist eh immer alles ein bisschen übertrieben. Genau, Twitter Circle, und so komme ich wieder auf Twitter zurück, ist jetzt für alle überall für iOS, Android und Web gestartet. Wer also mag, statt einen Tweet an die ganze Welt rauszuhauen, der kann das jetzt an einen Kreis von bis zu 150 Nutzenden von dieser Plattform. Na dann, happy Tweeting und weiter geht's mit Apple Podcasts und die haben ein bisschen eine große Nummer rausgehauen, aber ohne Zahlen dahinter. Seit Juni 2021 soll das Apple Podcasts Abonnentgeschäft stark exponiert sein, nämlich um 300%. Da wir die Ausgangslage nicht wissen, ist es natürlich schwierig einzusetzen. Dennoch ist schön zu sehen, wie das Ganze gewachsen ist. Da dürfen wir mal hoffen, dass irgendwann mal irgendwo eine Zahl rausfällt, wo man ein bisschen einteilen oder einordnen kann, besser gesagt. Savage Game Studios, die wurden übernommen von Sony. Und da geht es nicht um Konsolenspiele, da geht es um Mobile Games. Das heißt, wir werden vielleicht bald schon Mobile Games gesehen, die einem die Sony-Plattform interessant gestalten möchten, so dass man dann vielleicht eben auch bei der Konsole switcht. Wir werden sehen, ob das klappt und oder ob der Plan aufgeht. Heute werdet ihr noch eine separate Episode zu hören bekommen. Weshalb, wieso und warum kann ich euch noch nicht sagen, da NDA, aber um circa 15 Uhr dürft ihr nochmals reinhören, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, heute mal einen lieben Gruß aus Zürich. Bis bald, euer Pogipsi. Startet guten Tag. Hört mehr Geek Talk.